Hallo allerseits und damit ein recht herzliches Willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch die wirklich kleinsten Akkugebläse von Makita aus dem 18 Volt LXT Format für euch. Ihr seht sie hier schon auf dem Tisch stehen. Es geht um das Makita DUB 185 sowie um das Makita DUB 186. Diese beiden Mini-Gebläse, was sie wirklich auf dem Kasten haben, ob sie überhaupt etwas auf dem Kasten haben und für wen sich eventuell sogar eine Investition lohnt. Ich würde sagen, finden wir es einmal zusammen heraus. Deswegen starten wir gleich nach dem Intro. Aber wie üblich, falls noch nicht geschehen, dann definitiv diesen Kanal jetzt noch schnell abonnieren sowie die Glocke aktivieren, um künftig kein neues Video mehr zu verpassen. Die aktuellsten Preise von diesen beiden Mini-Geräten findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung und damit los geht's nach dem Intro. Seien wir einmal ganz ehrlich, etwas voreingenommen bin ich ja schon, was diese beiden Mini-Gebläse von Makita anbelangt. Ich meine, unbedingt viel kann man ja wahrscheinlich bei diesem Mini-Format nicht erwarten. Oder doch? Ich würde sagen, genau das, also wie sich diese beiden Geräte so schlagen, werden wir im heutigen Video einmal zusammen herausfinden. Genau deswegen starten wir also gleich einmal in den Lieferumfang, angefangen mit dem kleineren Gebläse, dem DUB 185. Wie ersichtlich finden wir dabei ganz oben erst einmal den typischen Papierkram. Das heißt Bedienungsanleitung, Sicherheitshinweise, Garantiebedingungen und auch eine kleine Werbebroschüre ist hier mit an Bord. Und außerdem, wie ersichtlich, diese Bedienungsanleitung ist scheinbar sowohl für den Makita DUB 185 als auch für den DUB 186. Das heißt, bei diesem Gerät hier unten dürften wir wahrscheinlich dann auch im Endeffekt die gleiche Anleitung erwarten wie bei dem DUB 185. Als nächstes im Produktkarton hingegen finden wir nun das eigentliche Gebläse, das DUB 185 sowie ein Blasrohr aus Gummi. Das war es nämlich auch schon. Mehr ist hier zu diesem Gebläse, wie man sehen kann, nicht dazu. Würde ich sagen, machen wir gleich weiter mit der nächstgrößeren Version, dem Makita DUB 186. Wollen wir doch mal sehen, was hier Schönes im Produktkarton so drin steckt. Wer hätte es gedacht? Auch hier gibt es natürlich keine sonderlich großen Unterschiede. Das heißt ebenfalls mit an Bord der ganze Papierstapel, genauso wie beim DUB 185. Ebenfalls wie bereits prognostiziert, hier genau die gleiche Anleitung wie für dieses Gerät und entsprechend dann auch der ganze andere Stapel eigentlich komplett identisch. Was sich unterscheidet, ist natürlich zum einen das Gerät, als auch hier das deutlich längere Blasrohr im Vergleich zum DUB 185. Und hier liegen sie also nun, die beiden Mini 18 Volt Gebläse von Makita, DUB 185 und DUB 186. Ja, ihr merkt schon, rein äußerlich sind diese beiden Geräte nahezu identisch. Ja, wenn nicht sogar komplett identisch. Das heißt, der Unterschied zwischen diesen beiden ist wirklich ziemlich schwierig. Aber es soll kleine, aber feine Unterschiede zwischen diesen beiden Geräten geben. Ja, ich kann es selber ehrlich gesagt kaum glauben. Seien wir einmal ganz ehrlich, beide Geräte habe ich dutzende Male gedreht, gewendet und von allen Seiten betrachtet und dabei rein äußerlich keinen Unterschied feststellen können. Bedeutet also, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es sich hierbei um zwei unterschiedliche Geräte handelt, wäre ich definitiv davon ausgegangen, dass es wirklich ein und dasselbe Gerät ist, weil sie rein äußerlich einfach hundertprozentig identisch sind. Dennoch, zwischen diesen beiden identischen Geräten gibt es definitiv zwei, mindestens zwei prägnante Unterschiede, auf die ich im heutigen Video noch einmal ausführlich zu sprechen kommen werde. Das heißt also, rein äußerlich sind diese beiden Geräte komplett identisch und können damit äußerlich betrachtet auch eigentlich als ein Gerät behandelt werden. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, wollen wir einmal sehen, ob sie innerlich ebenfalls identisch sind. Das heißt, machen wir nun einmal einen kurzen Gewichtscheck. Starten wir mit diesem Teil hier, das ist das DUB 186 und wie ersichtlich haben wir hier ein Nettogewicht von gerade einmal 1130 Gramm, also wirklich extrem wenig. Und nun einmal das DUB 185, dieses wiegt insgesamt 1130 Gramm, also genauso schwer wie das DUB 186, bedeutet auch vom Gewicht her gibt es zwischen diesen beiden Geräten keinen Unterschied.
Das Sologewicht bringt uns in diesem Zuge natürlich eigentlich recht wenig. Das heißt, wir benötigen zum Betreiben eines Akkugebläses logischerweise auch einen Akku. Und ich würde sagen, für so ein Minigerät reicht ein 3 Ampere-Stunden, wenn nicht sogar schon ein 1,5 Ampere-Stunden Akku wahrscheinlich vollkommen aus. Nichtsdestotrotz, ich würde sagen, wollen wir das Gebläse einmal vollkommen ausstatten. Das heißt, mit einem schönen großen 18 Volt 5 Ampere-Stunden Akku kommen wir hier auf ein Brutto-Kampfgewicht von immerhin 1760 Gramm. Einmal abgesehen, dass dieses Mini-Laubgebläse mit dem großen 18 Volt 5 Ampere-Stunden Akku wahrscheinlich eine gefühlte Ewigkeit laufen wird, ist es mit ca. 1700 Gramm immer noch extrem leicht und damit auch wirklich sehr, sehr angenehm in der Handhabung. Das Gerät oder eher gesagt die Geräte sind dabei Makita typisch hochwertig verarbeitet. Das heißt, wir haben überall schön saubere Kanten, keine Kunststoffüberreste oder dergleichen. Und auch hier die Übergänge beim Kunststoff zur Gummierung sind wirklich schön sauber und präzise verarbeitet. Das Gehäuse besteht dabei aus einem dicken und robusten Kunststoff, macht also ebenfalls einen sehr robusten und soliden Eindruck. Und natürlich, wie gesagt, das Gerät selbst ist damit verbunden, ebenfalls noch schön leicht. Insgesamt 1760 Gramm mit einem großen 5 Ampere-Stunden Akku bringt dieses Gebläse gerade einmal auf die Waage. Damit verbunden auch zu betrachten die Handhabung dieser Mini-Gebläse. Und zwar, wie gesagt, zum einen ist das Gerät natürlich super leicht, das heißt optimal für die Handhabung und auf der anderen Seite auch zu finden ein höchst ergonomischer und angenehmer Handgriff. Auf der Rückseite, wie sichtlich alles in Schwarz, ist eine großflächige Gummierung, die dafür sorgt, dass der Handgriff schön rutschfest ist und wie sichtlich auch von der Ergonomie lässt sich hier definitiv meiner Meinung nach nichts bemängeln. Auf der Unterseite finden wir dabei den Akkuschacht für die 18 Volt LXT Akkus, ebenfalls noch einmal sehr schön hier an diesem Logo erkennbar. Das heißt also, an diesen beiden Geräten können wir ausschließlich die 18 Volt Akkus verwenden. 14 Volt oder dergleichen sind hier nicht möglich und außerdem empfehlenswert, wer hier eine möglichst lange Laufzeit erreichen möchte, ja, auch bei diesen kleinen Dingern sollte einen möglichst großen Akku verwenden. Das heißt in diesem Fall 5 oder 6 Ampere Stunden. Der Akku selbst wird dabei wie gewohnt von hinten in den Akkuschacht eingeschoben, diesbezüglich also nichts Besonderes, rastet vollautomatisch ein und außerdem aufgrund der Bauweise können wir direkt auf der Rückseite den jeweiligen Akkustand direkt am Akku ablesen. Das heißt, eine weitere Akkustandsanzeige gibt es hier an diesem Gerät nicht. Des Weiteren zu erwähnen, mit einem installierten Akku sind beide Gebläse meines Erachtens nach ziemlich gut austariert. Das heißt, der Schwerpunkt liegt hier wirklich schön mittig im Gerät. Bedeutet also, wenn hier vorne dann das Blasrohr installiert ist oder man das Gerät so hält, muss man nicht viel gegensteuern bzw. stabilisieren, um dann das Laubgebläse oder das Akkugebläse sicher zu führen. Bezüglich der Bedienelemente besitzen diese beiden Laubgebläse genau zwei Stück. Zum einen natürlich den typischen Trigger zum Regulieren der Luftgeschwindigkeiten, wie auch bei jedem anderen Gerät. Wie ersichtlich, der Trigger selbst ist dabei schön leichtgängig, kein Haken oder dergleichen zu verspüren. Und außerdem muss ich sagen, lässt sich dadurch das Gerät wirklich sehr, sehr präzise ansteuern. Direkt darüber finden wir einen weiteren kleinen Schalter in Schwarz und zwar für die Geschwindigkeitsregulierung. Denn sowohl das Makita DUB 185 als auch das DUB 186, beide besitzen diesen identischen Schalter zum Vorregulieren der Geschwindigkeiten. Wie ersichtlich, direkt neben dem Schalter außerdem erkennbar eine kleine Zahl und zwar besitzen beide Geräte insgesamt drei vorgefertigte Stufen, welche durch diesen kleinen Schalter ausgewählt werden können. Ich muss zugeben, die Zahl selbst ist relativ klein und nur schwer lesbar, aber trotzdem direkt daneben hier nochmal eine kleine Abbildung, welche die drei Stufen symbolisieren soll. Da es sich hierbei um einen Wippschalter handelt, der einmal komplett durch den Handgriff durchgeht und auf der anderen Seite damit identisch aussieht, lediglich einmal komplett gespiegelt, ist es somit möglich, das Gerät sowohl als Rechtshänder als auch als Linkshänder sehr angenehm zu bedienen. Ich muss sagen, der Schalter selbst für die drei Stufen ist zwar ebenfalls genauso wie die Zahl ziemlich klein dimensioniert, aber aufgrund dessen, dass der Schalter einmal komplett durchgeht, ist es meines Erachtens nach durchaus angenehm, diesen dann mit beiden Fingern, also sowohl mit dem Zeigefinger als auch mit dem Daumen zu bedienen.
Genauso auch beim Makita DUB 185. Wie gesagt, beide Geräte sind diesbezüglich einfach komplett identisch. Würde ich sagen, gehen wir ein Stückchen weiter vor zur Turbine bzw. zum Motor und wie ersichtlich auch dieser Part ist hier einfach super kompakt, genauso wie das gesamte Gebläse. Dabei finden wir sowohl beim Makita DUB 185 als auch beim DUB 186 auf der linken Seite positioniert unter dieser türkisen Abdeckung mit Makita Schriftzug drauf die Turbine. Auf der linken Seite außerdem hier aktuell sichtbar der Ansaugschacht und hier vorne kommt dann logischerweise die Luft wieder raus. Wie ersichtlich ist dabei sowohl der Ansaugschacht als auch der Auslass so dimensioniert, dass hier keine großen Fremdkörper reinpassen. Bedeutet auch versehentlich hier mit den Fingern reinkommen ist eigentlich ausgeschlossen. Und dadurch ist natürlich auch mehr oder weniger sichergestellt, dass die Turbine nicht versehentlich beschädigt wird. Denn hierzu muss man sagen, beide Geräte können nicht nur als normales Blasgerät verwendet werden, sondern auch als Sauger. Dafür können wir genauso gut hier das Blasrohr auf der linken Seite montieren, sozusagen als Saugrohr, und hier auf dieser Seite, also im Auslass, dann zum Beispiel einen Auffangbehälter montieren. Dieser liegt aber, wie wir sehen konnten, nicht dem Lieferumfang bei und ist bei beiden Geräten optionales Sonderzubehör. Das heißt also, diese beiden Mini-Geräte können problemlos auch als Sauger in der Werkstatt genutzt werden, zum Beispiel zum Aufsaugen von Sägespänen oder dergleichen. Also kleineren Objekten, Blätter im Außenbereich werden hier natürlich nicht durchpassen und auch Steine oder dergleichen sollte man hier möglichst nicht aufsaugen, um die Turbine nicht zu beschädigen. Wenn es hingegen um das Thema Blasrohr geht, gibt es zwischen diesen beiden Geräten mit Sicherheit fast den größten Unterschied. Und zwar, wie vorhin schon ersichtlich, zum Makita DUB 185, also zu diesem hier, gibt es dieses kleine Saug- oder Blasrohr aus Gummi dazu, wie ersichtlich komplett flexibel. Dieses kann sowohl auf der Vorderseite, also als Blasrohr, oder hier auch an der Seite als Saugrohr montiert werden. Bei Makita DUB 186, also bei diesem hier, gibt es dieses längere Blasrohr dazu, wie ersichtlich nicht aus Gummi, sondern aus Hartkunststoff. Und außerdem, ich vermute einmal, es ist hier hauptsächlich als Blasrohr konzipiert, denn wir haben hier unten diese leichte Krümmung, die dann das Blasen von zum Beispiel Laub oder Sägespänen deutlich einfacher macht. Nichtsdestotrotz, auch dieses Blasrohr kann genauso gut seitlich montiert werden, und zwar als Saugrohr. Die Montage selbst ist dabei ebenfalls super einfach. Und zwar, wenn wir uns einmal die Blasrohre oder das Saugrohr hier etwas genauer anschauen, sieht man direkt, wir haben das Blasrohr selbst und rechts sowie links positioniert zwei kleine Nippel, die ganz einfach hier in das Gerät reingesteckt werden, verdreht und damit ist dann auch das Saugrohr oder das Blasrohr entsprechend sicher montiert. Genauso gut ist es aber auch möglich, diese beiden Blas- und Saugrohre zu tauschen, denn wie gesagt, diese beiden Geräte sind einfach 1:1 äußerlich identisch. Das heißt, wir können auch das lange Blasrohr vom DUB 186 hier am 185er verwenden und umgekehrt. Auf der anderen Seite dieser beiden Mini-Gebläse wiederum finden wir nun das verbaute Herzstück, und zwar den Motor. Dazu muss man sagen, beide Geräte besitzen dabei keinen Brushless-Motor oder dergleichen, sondern einen normalen Bürstenmotor, der aber definitiv ordentlich Leistung besitzt. Dazu muss man sagen, beide Geräte, also sowohl das DUB 185 als auch das 186er, beide laufen mit der gleichen Leerlaufdrehzahl, und zwar mit stolzen 18.000 Umdrehungen pro Minute maximal. Dennoch, zwischen diesen beiden Teilen gibt es leistungstechnische Unterschiede, und zwar was die Luftgeschwindigkeiten angeht. Überraschenderweise ist dabei das Makita DUB 186 das schwächere von beiden. Dieses liefert in Anführungszeichen gerade einmal um die 244 km pro Stunde an Luftgeschwindigkeiten, währenddessen das Makita DUB 185 bis zu 350 km pro Stunde an Luftgeschwindigkeiten liefert. Also noch einmal hier 100 km pro Stunde mehr, obwohl beide Geräte eigentlich 1:1 identisch sind. Es könnte also genauso gut möglich sein, dass die Geschwindigkeitsunterschiede nicht auf die Geräte selbst zurückzuführen sind, sondern auf die unterschiedlichen Blasrohre. Denn das Blasrohr vom DUB 185 ist nach hinten, wie ersichtlich, deutlich verjüngt, währenddessen das Blasrohr vom 186er konstant den gleichen Durchmesser besitzt. Diesbezüglich bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Falls ihr da genauere Infos habt, schreibt sie gerne mal unten in die Kommentare. Ich wäre definitiv sehr dankbar. Ansonsten müssen wir abwarten, was der Test sagt.
Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass diese beiden Mini-Gebläse zwar extrem hohe Luftgeschwindigkeiten liefern, dafür aber ein verhältnismäßig geringes Luftvolumen. Und zwar liefern beide Gebläse das gleiche Luftvolumen von immerhin 3,2 Kubikmeter pro Minute, verglichen mit zum Beispiel diesem Gebläse hier, dem 40-Volt-Gerät. Dieses liefert maximal 16 Kubikmeter pro Minute, ist aber, wie ersichtlich, auch deutlich größer. Da wir schon einmal bei diesem Punkt sind, hier noch ein paar weitere Gebläse. Das reine 18-Volt-Gerät Makita DUB 184, hier das 36-Volt-Gebläse DUB 362 und wie bereits gerade eben schon gezeigt, das 40-Volt-Gerät, das UB 001. Alle drei Geräte habe ich schon einmal separat vorgestellt und getestet. Falls du diese Videos noch nicht gesehen haben solltest, dann schau sie dir definitiv noch einmal an. Ich werde sie dir gleich einmal hier oben rechts auf der Infokarte verlinken. Soweit so gut. Um diese Geräte geht es aber nicht im heutigen Video, sondern um diese beiden kleinen Mini-Gebläse DUB 185 sowie DUB 186, welche wir uns nun einmal im Praxistest anschauen werden, um zu sehen, was diese beiden Mini-Gebläse denn wirklich auf dem Kasten haben. Deswegen würde ich sagen, lehnt euch zurück, nun geht's los mit dem Praxistest. Und damit würde ich sagen, ist es nun an der Zeit, dass wir uns einmal die beiden Mini-Akku-Gebläse von Makita in der Praxis anschauen. Um in diesem Test gleiche Bedingungen gewährleisten zu können, verwendete ich für beide Geräte einen großen 18-Volt-Akku mit 5 Amperestunden. Beide Akkus wurden selbstverständlich vor dem Test noch einmal komplett aufgeladen. Außerdem ist zu erwähnen, dass sich beide Geräte während des gesamten Tests in der höchsten Leistungsstufe, und zwar Nummer 3, befanden. Anschließend konnte ich mir also auf den Weg machen und für die Mini-Gebläse eine geeignete Testfläche suchen. Hierbei entschied ich mich dafür, den Test mit einer verhältnismäßig geringen Beanspruchung zu beginnen und diese nach und nach nach oben zu schrauben. Bedeutet, ich habe angefangen, beide Geräte auf einer befestigten Fläche mit leichter Verschmutzung zu testen, um mich auf jedes einzelne Gerät dennoch voll konzentrieren und um den Unterschied besser wahrnehmen zu können, habe ich mich entschieden, beide Geräte nacheinander zu verwenden. Das DUB 186 hatte dabei mit dem trockenen Laub, wie man sehen kann, keinerlei Probleme. Das Gerät hat hierfür definitiv genügend Leistung, dennoch musste ich sofort feststellen, dass es mit den etwas dickeren Ästchen durchaus zu kämpfen hatte. Der Vorteil: durch das lange und gebogene Blasrohr ist die Handhabung besonders ergonomisch, wodurch man sich nicht bücken muss, um ein gutes Ergebnis zu erreichen. Ziemlich ähnlich sah es aber auch beim DUB 185 aus. Dieses Gebläse besitzt zwar nur ein verhältnismäßig kurzes Blasrohr, welches mir in diesem Zuge aber überraschenderweise nicht unbedingt negativ aufgefallen ist. Trotz dessen, dass man mit dem Gebläse in der Hand aufrecht dasteht und somit der Abstand zum Laub deutlich größer ist, erzielte das Gerät bezüglich der Ergebnisse keine Unterschiede. Ganz im Gegenteil, zwischendurch hatte ich ab und an das Gefühl, dass das DUB 185 mit den kleinen Ästen weniger Probleme hatte und diese deutlich weiter auf der gepflasterten Fläche blasen konnte. Man kann also sagen, beide Geräte haben mit trockenem Laub in geringem Ausmaß auf befestigtem Untergrund soweit keine Probleme. Aber da dies nicht immer der Normalfall ist, habe ich beide Geräte noch einmal auf unbefestigtem Untergrund getestet und die Ergebnisse verglichen. In diesem Fall, wie man sehen kann, deutlich größeres Blattwerk, Nadeln sowie Eicheln auf einer unebenen Wiesenfläche. Mit beiden Geräten in der Hand habe ich versucht, die Fläche gründlich zu reinigen. Durch die abwechselnde Betätigung beider Geräte hoffte ich, Unterschiede bezüglich der Handhabung und Leistung festzustellen. Wie ich bereits vermutet hatte, konnte ich auch in diesem Fall keinen wirklich prägnanten Unterschied wahrnehmen, weswegen ich hier noch keinen vorzeitigen Entschluss fassen wollte. Einzig und allein fiel mir wieder die Handhabung aufgrund der unterschiedlich langen Blasrohre auf. Last but not least entschied ich mich also dafür, einen dritten finalen Test durchzuführen. In diesem Zusammenhang ebenfalls auf einem unbefestigten, aber dafür ebenen Sandboden mit Blättern und vereinzelten Blüten. Dabei begann ich, beide Gebläse mit den Originaldüsen zu verwenden und diese dann regelmäßig zu tauschen. Und siehe da, sobald ich beide Geräte mit der gleichen Düse getestet hatte, war ein gewisser, wenn auch sehr dezenter Leistungsunterschied spürbar, den ich zuvor nicht bemerkt hatte. Das Makita DUB 185 hat hierbei meines Erachtens mit beiden Blasrohren etwas besser abgeschnitten und das, obwohl beide Geräte den gleichen Formfaktor sowie Gewicht besitzen.
Das heißt also, wer auf der Suche nach einem wirklich leichten und kompakten Akkugebläse im 18-Volt-Format ist, der dürfte von diesen beiden Geräten nicht enttäuscht werden. Selbstverständlich darf man hierbei nicht die Leistung eines großen 40-Volt-Gebläses erwarten, aber ich muss zugeben, ich war wirklich überrascht, was diese beiden kleinen Gebläse maximal leisten können. Hinzu kommt, durch das sehr geringe Gewicht und kompakte Bauform beider Gebläse, muss ich sagen, ist die Handhabung meiner Meinung nach einfach sehr angenehm. Auch nach längerer Benutzung auf Vollgas, ohne das Gebläse regelmäßig zwischen beiden Händen zu wechseln, hatte ich nicht das Gefühl, dass mir am Ende gleich der Unterarm abfällt. Wer im Endeffekt also das maximal Mögliche aus dem Mini-Akku-Gebläse rausholen möchte, der sollte sich meiner Meinung nach für das DUB 185 entscheiden. Passend dazu ist es selbstverständlich auch möglich, sich das lange Blasrohr optional dazu zu kaufen. Meiner Meinung nach ist dies aber eigentlich nicht unbedingt nötig. So weit, so gut, damit war es das auch schon von mir. Nun würde mich einmal interessieren, wie ist deine Meinung zu diesen beiden Mini-Gebläsen? Schreib es mir doch gerne einmal unten in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, falls dir das Video gefallen hat, dann zeig es doch gerne mit einem kräftigen Daumen nach oben. Und falls noch nicht geschehen, dann natürlich diesen Kanal jetzt noch schnell abonnieren sowie die Glocke aktivieren, um künftig kein neues Video mehr zu verpassen. Die aktuellsten Preise dieser kleinen Mini-Gebläse findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank für dein Zutun. Und damit würde ich sagen, macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.